Konrad-Adenauer-Haus, 18 Uhr. So reagieren CDU-Anhänger auf ein zweistelliges Minus. Gebetsmühlenartig hieß es geht um Bouffier. Doch alle wissen, es geht um die CDU, es geht um die Kanzlerin. Schönrederei. Dass es zum einen für die CDU schmerzhaft ist, dass wir viele Stimmen eingebüßt haben, aber dass Volker Bouffier, dass die Freundinnen und Freunde in Hessen das große Wahlziel erreicht haben, nämlich eine rot-rot-grüne Mehrheit zu verhindern. Eine Debatte wird nun an Fahrt aufnehmen. Bleibt Merkel Parteichefin oder nicht? Keine 6 Wochen mehr bis zum entscheidenden CDU-Parteitag. Die Generalsekretärin geht heute von einer Kandidatur aus. Ein Merkel-Kritiker antwortet ausweichend, zumindest heute. Ich finde, eine reine Personaldebatte greift da zu kurz. Das reicht nicht. Es geht ja um mehr. Und die Kernfrage ist auch für die nächsten Wochen bis zum Bundesparteitag, wie kommen wir wieder zu alter Stärke zurück? Als Volkspartei mit 38-40%. Das muss unser Ziel sein. Auch für die SPD geht es um den Status als Volkspartei. Sie befindet sich im Sinkflug. Schuld sei der Zustand der Großen Koalition. Die Parteichefin unter Druck erhöht nun selbst den Druck auf die Koalitionäre. Krisenmodus. Deshalb bestehen wir darauf, dass sich diese Koalition einen klaren, verbindlichen Fahrplan gibt für eine Politik im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. An der Umsetzung dieses Fahrplans bis zur vereinbarten Halbzeitbilanz können wir dann klar ablesen, ob wir in dieser Regierung noch richtig aufgehoben sind. Das Dilemma der SPD. Die GroKo tut ihr nicht gut, raus kann sie aber auch nicht. Parteilinke begrüßen den Fahrplan, sehen in ihm ein Ausstiegsszenario. Denn die Mitglieder wollen nicht mehr an der langen Leine gehalten werden mit Aussagen, wieso kann es nicht weitergehen, sondern die wollen jetzt konkret wissen, unter welchen Bedingungen arbeiten wir hier weiter und wann machen wir auch einen Schlussstrich drunter, wenn halt nichts weiter passiert. Ganz anders die Grünen. Sie sind im Aufwind, träumen vom Status der Volkspartei. Alle Oppositionsparteien in Berlin sind sich einig. Ihnen selbst hilft die Große Koalition, denen aber nicht. Eins muss man sagen, diese Wahl heute war vor allen Dingen eine Denkzettelwahl für die sogenannte Große Koalition. Die Große Koalition insgesamt hat über 20 Prozentpunkte verloren. Das ist ein Misstrauensvotum gegen die Politik der Großen Koalition, gegen den Stil und die Inhalte der Großen Koalition und auch gegen die Person der Bundeskanzlerin selbst. Die Große Koalition abgestraft, beide Parteichefinnen angezählt. Stürzen werden sie wohl nicht über die Hessenwahl, jedenfalls nicht sofort.